Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute erkläre ich euch mal, was euch alles so mit Phase 3 erwartet. Von den neuen Klassenquests bis hin zu den Belohnungen des Dunkelmond-Jahrmarktes ist, denke ich, wieder alles dabei. Falls euch das Ganze gefällt und ihr mich kostenlos supporten wollt, lasst doch super gerne einen Daumen und vielleicht da sogar ein Abo da. Vielen Dank auf jeden Fall. Alle Charaktere, die Stufe 50 erreicht haben, können bei den jeweiligen Klassenausbildern in den Hauptstädten klassenspezifische Questreihen beginnen, die euch in die Instanz der Tempel von Atalhaka führen. Als Belohnungen für diese Quests könnt ihr echt ganz gute Items bekommen, welche teilweise sogar noch mit Level 60 zu gebrauchen sind. Für Schamanen gibt es hier zum Beispiel Entzückter Wassergeist, ein Schmuckstück, mit dem ihr alle 3 Minuten ein weiteres Mana-Totem beschwören könnt. Die Krieger bekommen mit dem Diamantenfläschchen ebenfalls ein verdammt starkes Trinket und die Hexer können unter anderem eine vor allem echt cool aussehende Zaubersense wählen. Da ich euch jetzt nicht jedes Item stumpf vorlesen möchte, habe ich euch mal alle Guides samt Belohnungen zu den jeweiligen Klassenquests sortiert in die Videobeschreibung gepackt. Zusammengefasst beginnt aber jede Klassenquest mit Level 50 in der jeweiligen Hauptstadt beim Klassenlehrer, die ich dann nach ein paar Vorquests in den Tempel von Atalhaka führt. Abschließend könnt ihr dann zwischen 2 bis 3 echt teilweise starken Items wählen. Der 40-Mann-Raid namens Pechschwing-Hort, welcher sich auf der Spitze des Blackrocks befindet, öffnet seine Tore. In diesem könnt ihr die restlichen 6 von 8 T2-Teile bekommen und das Schmieden der legendären Waffe Thunderfury wird möglich, damit man endlich an das noch fehlende Elementium-Erz kommt. Euch erwarten dort 8 Bosse, welche vom Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall nach dem geschmolzenen Kern ansetzen. Bei diesem Punkt möchte ich euch aber direkt auf mein dediziertes Blackwing-Lehr-Video verweisen. Dort erkläre ich euch von der Vorquest, die ihr übrigens jetzt schon abschließen könnt, bis hin zur allgemeinen Vorbereitung alles, was ihr wissen müsst. Schaut einfach gerne mal vorbei. Ich verlinke euch dieses am Schluss des Videos, beziehungsweise ihr findet es natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Die Fraktionshändler der Argentum-Dämmerung, Thorium-Bruderschaft, Holzschlundfeste, Schildwachen der Silverwing bzw. Warsong-Vorhut bieten euch jetzt weitere Gegenstände als Hofbelohnungen an. Gehen wir aber einfach mal die meiner Meinung nach wichtigsten durch. Die Thorium-Bruderschaft bietet euch neben wirklich mächtigen neuen Feuerriese-Gegenständen, wie zum Beispiel den Kernhundgürtel für Heiler, die Leder tragen können, oder neuen Verzauberungsformeln wie Stärke auf Waffe, die Schmiedepläne für alle Axtschmiede für die Waffe namens Nachtlauer an. Besagte Zweihandaxt hat eine Trefferchance, dass sie auf dem getroffenen Gegner 5 Sekunden lang den Zauberschaden für alle Raid-Mitglieder um 15% erhöht. Das Ding ist also definitiv für jeden Raid ein Must-Have. Einfach einem Off-Tank bzw. Verstärker-Schami oder Red Paladin in die Hand drücken, dass dieser schön den Debuff-Effekt auf den Boss verteilt. Bei der Argentum-Dämmerung gibt es ebenfalls neue Verzauberungsformeln für Mana-Rack bzw. Heilung auf Armschienen, was definitiv die jetzige plus 9 Wille-Verzauberung für viele ablösen wird. Das Lederverarbeitungsmuster Stiefel der Dämmerung ist ebenfalls für Tank-Feraltruiden ganz interessant. Bei den Holzschlundfesten sind vor allem die Waffenverzauberungen für Beweglichkeit erwähnenswert. Dadurch haben unter anderem Feraltruiden endlich auch was Nützliches auf die Waffe zu verzaubern, da bei ihnen der Kreuzfahrer-Effekt in Tiergestalter nicht brocken kann. Bei den Warsong-Schlucht-Fraktionen gibt es ab Phase 3 auch endlich die ersten blauen und epischen Gegenstände zu erhalten, die richtige Rufstufe natürlich vorausgesetzt. Hier kann ich persönlich aber nicht empfehlen, nur zwecks den Items den Ruf zu grinden, da man dafür einfach Ewigkeiten benötigt und das für die Rewards meiner Meinung nach einfach nicht wirklich wert ist. Ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung alle Rufbelohnungen, dann könnt ihr das einfach selbst nochmal nachschlagen und für euch selbst entscheiden. Um im geschmolzenen Kern die Runen nach den Bossen löschen zu können, um dadurch die letzten beiden Bosse Ragnaros und Majordomos anzugehen, muss eine Questreihe in Ashara bei den Hydraxianern abgeschlossen sein. Wenn ihr das erledigt habt, kann sich jeder Spieler immer ein Wasser holen, um eine Rune in MC löschen zu können. Wenn besagtes Wasser verbraucht wurde, musste man jede Woche wieder den nervigen Weg bis nach Ashara zur kleinen Insel im Osten laufen bzw. schwimmen, um sich für den nächsten Raid ein neues Wasser zu kaufen. Damit ist jetzt Gott sei Dank aber Schluss, da die ewige Quintessenz ins Spiel kommt. Wenn ihr also einen Ruf von mindestens respektvoll habt, könnt ihr euch einfach besagte Essenz in der Schare holen und müsst demnach nicht jede Woche erneut den Weg auf euch nehmen. Das Ganze ist so ein Quality of Life Feature wie zum Beispiel auch der Schlüsselbund. Mit der dritten Phase von WoW Classic erscheint unter anderem der Dunkelmond-Jahrmarkt, welcher ab dem 7. Februar seine Zelte aufbaut und ab dem 10. Februar mit allen Quests startet. Dieser dauert dann genau eine Woche, bis er einen Monat später wieder aufgebaut wird. Die Location dazu ist immer abwechselnd, einmal in Mulgor und einmal im Wald von Elvin. Neben den Dunkelmond-Kartenschmuckstücken, wofür ihr alle 8 Karten sowie das Ass sammeln müsst, gibt es dort 2 super interessante epische Halsketten gegen sogenannte Gewinnlose des Dunkelmond-Jahrmarktes einzutauschen. Da hätten wir einmal die Kugel des Dunkelmonds, welche eine super Alternative zum Halsschmuck des Feuerlords ist, welcher bei Ragnaros persönlich droppt, also wenn er mal droppt. Das Ding ist gefühlt super selten und wenn man die Halskette mal sieht, haben mindestens 6 bis 7 andere Mitspieler ebenfalls noch nie drauf. Wenn man also nach einer guten Alternative schaut, wäre die Kugel des Dunkelmonds definitiv einen Blick wert. Das Nahkämpfer-Gegenstück ist hier das Amulett des Dunkelmonds. Für zumindest PvP ist das Ding ebenfalls ein absoluter Hingucker. Für Raids natürlich eher weniger, da gibt es meiner Meinung nach bessere blaue Items.
Wie komme ich jetzt aber an eines der beiden Items? Besagte Halsketten kosten euch jeweils 1200 Gewinnlose des Dunkelmond-Jahrmarkts. Die Gewinnlose könnt ihr ganz einfach auf dem Markt gegen spezielle Gegenstände tauschen. Die meisten von diesen sind momentan kaum von Wert, da sie bisher keinen Nutzen im Spiel hatten. Gehen wir das Ganze aber einfach mal von vorne durch. Es gibt 5 Stufen der Abgabe. Stufe 1 sind relativ niedrigstufige Items, welche nur bis maximal 500 Ruf abgegeben werden können und euch nur ein Los bringen. Dazu bekommt ihr pro Abgabe 250 Ruf. Bedeutet, ihr könnt diese nur maximal 2-mal abgeben. Bei Stufe 2 bis 4 könnt ihr die jeweiligen Items dann etwas öfter abgeben, allerdings immer begrenzt bis hin zu einem bestimmten Ruf. Kommen wir aber nun zu den interessantesten Items, die aus der Stufe 5. Diese können nämlich unendlich oft abgegeben werden und bringen ganze 20 Lose pro Abgabe. Jeder Level 60er Spieler, der es auf die Halsketten abgesehen hat, versucht demnach nur Items dieser Stufe abzugeben. Die jeweiligen Items, die ihr abgeben könnt, sind jetzt noch in 4 Kategorien unterteilt. Schmiedekunst, Ingenieur, Lederverarbeitung sowie Sammelitems. Am interessantesten sind jetzt natürlich die Stufe 5 Gegenstände aus den jeweiligen Kategorien, da diese wie gesagt unendlich oft abgegeben werden können und zudem am meisten Lose, 20 an der Zahl, geben. Wer also wie gesagt eine der beiden epischen Halsketten möchte, muss dutzend folgende Items abgeben. Ihr könnt euch also im Vorfeld jede Menge böse Fledermausaugen besorgen, welche in den östlichen Pestländern von den herumfliegenden, wer hätte es gedacht, Fledermäusen droppen. Für eine Abgabe, bei der ihr 20 Lose bekommt, benötigt ihr 10 Stück davon. Beachtet, dass der Grundpreis der Augen alleine beim Händler schon bei 20 Silber liegt. Auch leuchtendes Skorpidblut, welches von den Skorpionen in Silithus und der brennenden Steppe zu farmen ist, wird sich gut im Preis anheben, da auch hier 10 Stück gegen 20 Lose getauscht werden können. Ich habe diese bis jetzt in Silithus gefarmt, da laufen die vor allem im südlichen Teil herum. Den Link zu allen Items gibt's aber natürlich ganz unten in der Videobeschreibung. Hätten wir schon mal die Sammel-Item-Kategorie abgehakt, machen wir weiter mit der Kategorie Lederverarbeitung. Hier könnt ihr 8 unverwüstliche Rüstungssets gegen 20 Lose tauschen. Für ein Rüstungsset benötigt ihr gerade mal 5 unverwüstliche Leder. Kleiner Tipp noch am Rande, die Leute unter euch, die Kürschner sind, können ganz einfach die aus der Sammelkategorie genannten Skorpione oder Fledermäuse farmen und diese anschließend kürschnern. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30-50% bekommt ihr dort unverwüstliches Leder raus. Von der Kategorie Schmiedekunst ist das unendlich abzugebende Item verdichteter Schleifstein. Für 8 Stück von diesem gibt's auch hier 20 Lose in die Hand gedrückt. Auch die Ingenieure können Thoriumapparate herstellen, welche dann beim Dunkelmond-Jahrmarkt abgegeben werden können. Für 6 Apparate bekommt ihr 20 Lose. Die Thoriumapparate bestehen aus jeweils 3 Thoriumbahnen und einem Runstoff. Am besten besorgt ihr euch vielleicht das ein oder andere Item schon im Vorfeld, da ich mir vorstellen kann, dass sich die AH-Preise für besagte Items nach Release von Phase 3 etwas anheben könnten, wobei sie das sogar schon getan haben im Vergleich noch zu vor ein paar Wochen. Schauen wir uns mal noch kurz die angesprochenen Kartendecks bzw. deren daraus resultierenden Schmuckstücke an. Ab dem 5.2. könnt ihr von allen untoten und humanoiden Gegnern ab der Stufe 45 4 verschiedene Kartensets sammeln, welche aus 8 Teilen besteht. Die Teile 2 bis 8 sind eigentlich relativ entspannt zu bekommen, da diese wie gesagt bei allen humanoiden und untoten Gegnern ab der Stufe 45 droppen können. Die jeweiligen Asse droppen allerdings von bestimmten Bossgegnern zu einer relativ geringen Chance, was den Wert der nicht beim Aufheben seelengebundenen Kartenasse enorm anhebt. Also fassen wir nochmal zusammen. Es gibt 4 verschiedene epische Schmuckstücke zu bekommen, für welche wir jeweils ein Kartenset aus 8 verschiedenen Karten sammeln müssen. Die Karten 2 bis 8 sind relativ einfach zu bekommen, das jeweilige Ass droppt nur bei einem bestimmten Boss. Schauen wir uns aber einfach mal die 4 Schmuckstücke an und beginnen auch direkt bei dem meiner Meinung nach besten. Das Bestienkartenset Blauer Drache gibt euch eine Chance von 2% mit einem Zauber, einen Zustand von 100% Mana-Reck während dem Casten zu erreichen. Das Ding ist definitiv für alle Heiler einen Blick wert. Das Ass gibt es bei der Bestie in der oberen Schwarzfeldspitze zu ergattern. Jetzt gibt es noch das Elementarkartenset Maelstrom, welches mit einer Trefferchance zusätzlichen Schaden anrichtet. Das Ass droppt hier bei diversen Elementargegnern in Ashara, Winterspring und Silithus. Das dritte ist das Portalkartenset Wirbelnder Nether, was euch eine Chance gibt, nach dem Tod wieder aufzuerstehen. Meiner Meinung nach ist das aber ein reines Fun-Gadget und wahrscheinlich am besten im PvP zu gebrauchen. Das Ass gibt es bei Dunkelmeister Gendling, dem letzten Boss aus Sholo. Das letzte ist das Kriegsfürstenkartenset Heldentum, welches euch mit einer Trefferchance um bis zu 180 Punkte heilen kann. Klingt ja eigentlich nach einem geilen Tankschmuck, wobei es da meiner Meinung nach auch einfach bessere gibt. Hier gibt es das Ass bei König Gordok, dem Endboss aus dem Nord. Bedenkt allgemein, dass ihr die Gegenstände nur einmal im Monat, wenn auch der Dunkelmond-Jahrmarkt in Mulgore bzw. im Wald von Elven stattfindet, bekommen könnt. Wo dieser Anfang Februar das erste Mal beginnt, ist momentan, soweit ich weiß, noch nicht bekannt.
Also, neben den beiden epischen Halsketten, welche ihr gegen Lose bekommen könnt, und den 4 Kartenset-Schmuckstücken, gibt es noch Frösche als Pets zu kaufen. Eine Kanone, die euch durch Mulgor bzw. den Wald von Elven schießt, sowie ein Minispiel bestehend aus einem kleinen Panzer, mit dem ihr euch beschießen könnt. Ein Händler verkauft euch sogar begrenzte Items wie diverse Schriftrollen oder andere Mets, die ihr für Berufe benötigt. Dieser wird allerdings dauerhaft ausverkauft sein, sodass er zumindest für mich nie so eine große Rolle gespielt hat. Zudem verkauft er maximal immer nur so 2-3 Stück besagter Items, was ihn fast noch uninteressanter macht. Was allerdings zu guter Letzt noch wirklich interessant ist, ist der Hellseher auf dem Markt. Dieser gibt euch, je nachdem in welcher Reihenfolge ihr antwortet, einen extrem starken Buff, welcher zudem 2 Stunden hält. Dieser stellt euch also 2 Fragen, antwortet ihr zum Beispiel bei der ersten mit der Antwort 1 und bei der zweiten nochmal mit der ersten Antwort, bekommt ihr für die nächsten 120 Minuten 1-10% mehr Damage, was sich definitiv brutal lohnt. Dasselbe gilt natürlich auch für andere Werte wie Wille, Int, Ausdauer, Stärke, Beweglichkeit und Widerstände. Ich habe euch die Tabelle, welche ihr auch gerade im Hintergrund sehen könnt, natürlich mal in der Videobeschreibung verlinkt. So könnt ihr ganz einfach immer mal wieder nachschauen, wenn ihr sie braucht. Ist vor allem für Leute, die raiden, definitiv einen Blick wert. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben oder vielleicht da sogar ein Abo freuen. In diesem Sinne, viel Spaß in Phase 3 und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.